Hallo ihr Lieben, ich wollte euch kurz unseren Einkauf zeigen. Wir haben zweimal Sonnenblumenöl gekauft. Wir waren übrigens bei Real und bei Canada. Dann haben wir zwei Packungen Thunfisch gekauft im eigenen Wasser. Dann fein gehackte Tomaten zweimal. Ein Asad für die Schatz, die Wassermelone. Scheiße. Ist doch groß? Ja, Mann, genau durch die Mitte. Ja, zu den Kürzen. Was steht? Ups. Hops, hops. Aber die Wassermelone riecht sehr, sehr gut. Guck, so sieht das perfekt aus. So ihr Lieben, dann die Wassermelone, die gerade runtergefallen ist. Dann haben wir Paprika. Trockenhefe. Ich wollte die Tage Buchteln machen. Dann Milch. Dann haben wir zweimal für Lina diese Salami-Sticks. Dann einmal Nudeln Farfalle. Lasagneblätter haben wir auch lange nicht mehr gegessen. Butter. Nochmal Milch. Dann einmal das. Nina hat bei Rewe so ein Buch geschenkt bekommen. Lustiges Taschenbuch. Andere hatten wir letztes Mal bei der Spendenaktion mit reingetan. Mal schauen, was wir damit machen. Dann nochmal Thunfisch. Eine Gurke. Und Kartoffeln. Das war auch die erste Tüte. Ich weiß gar nicht, wie viel wir ausgegeben haben. Beim Türken haben wir 15 bezahlt. Bei Rewe 35, ne? Dann haben wir aber noch Wasser und so gekauft bei So, dann kommt die zweite Tüte. Da haben wir zweimal Creme Fraiche. Dann haben wir einmal Fischstäbchen. Und so sieht das Weißes. Ja, voll schön. Ne? So mit dem. Ja. Man kann ja hintereinander beide machen. Dann haben wir hier einmal Eier. Einmal Glasreiniger. Dann Sidolin. Dann hat Lina sich diese Babybells ausgesucht. Aber sie hat nur die Hälfte von einem gegessen. Dann Möhre. Nochmal Öl. Oliven, ganz beliebt. Sonnenblumenkerne. Dann haben wir einmal arabisches Brot. Ich bin voll Brotfatsch geworden. Dann einmal grüne Paprika. Kichererbsen. Bohnen. Und eine Aubergine, das war's auch. Ich räume das jetzt mal schnell wieder ein, alles. Achso, wir kochen übrigens heute Fasolier. Fasolier mit Fleisch. Aber dann macht gerade den Fleisch. Der ist ja der Profi da drin. Ich kann das nicht so gut. Und das war unsere Wassermelone. Weißt du was? Ich schneide die Wassermelone schon mal. Ich esse einen Teller. Und bevor sie schlafen geht, kann sie dann ein paar essen.
So, hier ist das Fleisch mit dem Fleischwasser. Hier sind die Bohnen. Und da kommen jetzt Zwiebelchen rein. Erstmal Tomatensoße. Tomatenmark. Tomaten. Echt? Wir tun immer erst Zwiebeln, dann Tomatenmark. Jetzt nimm das so ein Löffel. Ich muss neue davon kaufen. Eins ist durch die Mitte kaputt gegangen. Das ist aber unnormal gut, ne? Mhm. Und für die, die jetzt sagen, die Zwiebeln sind zu groß geschnitten, so schmeckt das am besten. Ne? So, wenn das also zu klein ist, dann spürst du nichts. Dann kann es auch rauskommen. Ne, ich finde, wenn die so gekocht sind, schmeckt das voll gut. Weißt du noch, deine Zwiebelsuppe einmal? Mhm. Boah, das war echt lecker, ne? Mhm. So, perfekt. Das muss ich mal aufpassen. So, das ist das Fasolier. Das sieht jetzt voll überbelichtet aus. Ist aber eigentlich orange. So. Guck mal, wie das aussieht. Gelb. Und hier ist Reis. Und Lina ist auch wach. Hallo. Lina, hier eine Eierkommunade. Koschkettchen. Wo sind deine neuen Schuhe? Wo sind die hier? Ah, zeig deine neuen Schuhe, Baba. Gell. Hier eine Eierkommunade. Gell. Ah, tut. Hier eine Eierkommunade. Tut. So, das sind Linas neue Schuhe. Schön, oder? Mit so einer Krone. Wow. Ja, nein. Mama, Mama. Aber ja, schön. Ja, nein. Ja, rot, doof. Verstehst du manchmal nicht, was sie dir abgehört haben? Ich verstehe. Na, Baba? Baba? Wie gesagt, gestern hat sie auch gesagt, und du hast was anderes verstanden.
Baba? Ja, nein. Ja. So, Schindelina, gibt es ein Kübel, ja, hallo. Hallo. Die Mama, mir ist ja alles. So, ihr Lieben, wir haben gerade gegessen, aber das ist jetzt zur Arbeit. Ich habe jetzt den Tisch ein bisschen gedeckt. Ein paar Süßigkeiten, meine Freundin kommt nämlich jetzt. Und was machst du? Hallo? Du sollst nur das essen. Die zwei darfst du essen. Das nicht. Das auch nicht. Das. Die Nüsse darfst du essen. Ja. Genau. Das kann ich dir aufmachen. Soll ich das aufmachen? Nein, Lina. Komm mal mit, komm mal mit. Wir holen mal zwei Teller für den Müll. Ja, ihr Lieben, ich warte jetzt auf die Büscher und die kommt auch gleich. Wir haben uns sehr, sehr lange nicht gesehen. Ich glaube, das letzte Mal sind wir uns auf den Ringen begegnet. Ja, ich warte jetzt auf sie. Aber der kennt sie auch nicht persönlich. Aber wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Ja, auf jeden Fall warte ich jetzt auf sie und dann... Sie wollte auch was mitbringen für die für den Pflegeheim. Wir haben ja Montag einen Termin da. Und ich habe dann, also sie wollte was für die Kinder mitbringen, da habe ich gesagt, unser Termin war schon. Wenn du möchtest, kannst du was für die Eltern mitbringen. Dann bringe ich ein paar Tage Schokolade mit. Ja, jetzt warte ich auf sie. Sie müsste auch jeden Augenblick kommen. Sie sollte um 19 Uhr da sein. Wir haben jetzt wie viel Uhr? 19:15 Uhr. So, ihr Lieben, meine Freundin ist jetzt weg. Wir haben Shisha geraucht. Wir gucken eigentlich gerade einen Film, aber sie musste jetzt gehen. Weil wir haben auch schon 1 Uhr. Ich zeige euch mal, was sie mitgebracht hat für die fürs Pflegeheim. Moment. Sie hat so viel mitgebracht, Leute. Ich stelle euch mal kurz hier hin. So. Und zwar hat sie 2 Packungen Raffaello gekauft. Dann hat sie 3 Packungen Milka-Schokolade gekauft. Dann hat sie 2 Packungen von diesen Weihnachtsmännern gekauft. Dann hat sie einmal, was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Lübecker Edelmarzipan-Kokos. Einmal das. Dann einmal Lübecker Edelmarzipan Classic. Dann hat sie 3-mal Mancherie gekauft. Und 2 Packungen Werthers Original. Dankeschön, Bischa. Wir hatten einen sehr, sehr schönen Tag. Wir haben sehr viel geredet. Sie war jetzt knapp 5-6 Stunden bei uns. Lina schläft. Ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, aber Lina hat starken Husten. Ich habe ihr jetzt hier Prospan gegeben. Heute Morgen und jetzt eben auch. Und wenn es nicht besser wird, gebe ich dann morgen Pekmes. Ich weiß nicht, was es auf Deutsch heißt. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Ja. Ich räume das jetzt alles mal auf und tue das ins Karton rein und dann melde ich mich gleich nochmal. Ansonsten morgen, weil der Vlog geht ja morgen weiter. Es wird nicht viel gefilmt. Mhm. Und zwar haben wir von Daniel Wellington 2 Uhren zugeschickt bekommen als Geschenkset. So, momentan haben wir auf alle Uhren 10% und plus unserem Code Familie Said, ich schreibe das euch hier rein, kriegt ihr nochmal 15%. Das heißt, ihr habt so viel gespart. Ja, das ist die Box und dann ist hier nochmal eine Box drin, total schön verpackt. Die Uhr hat sich Audit ausgesucht. Und dann ist das eine schwarze Daniel Wellington Uhr. Ich finde die total schön. Und die Uhren sind sehr schön ehrlich und nicht so teuer. Ich kann euch die nur empfehlen. Und ich zeige euch mal das, was ich ausgesucht habe. Ich habe mir nämlich so ein Geschenkset ausgesucht. Das sieht auch total schön aus, ne? Also ich finde das perfekt für Weihnachten oder für Silvester, wenn ihr was verschenkt an Silvester. Da ist dann auch nochmal so eine Box drinnen.
Die Ohren sind so schön, Leute. Ich habe den jetzt in Rosé Gold ausgesucht. Da ist so ein Armreifen drin. Ich hole den mal kurz raus. Hier steht dann auch Daniel Wellington drauf. So. Genau, hier steht Daniel Wellington drauf. Und die Uhr ist auch Rosé Gold, 32 mm. Und bei Audel genauso. Ich finde die total schön. Ich bedanke mich auf jeden Fall. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die mich überhaupt anschreiben. Niemals, weil man denkt sich immer, warum sollten die mich anschreiben? Ja, Mama. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall. Und danke, das hat uns sehr gefreut. Audel hat sich vor allem total gefreut. Audel bekommt ja nie was. Ja, ich bedanke mich. Und wie gesagt, ihr könnt 10% auf alles sparen, plus 15% nochmal mit unserem Code Familie Said. Willst du das zeigen? Aber pass auf, ja? Mama. So ihr Lieben, wir sind gerade nach Hause gekommen und wir haben ein neues Baby. Ich zeige euch ihn mal. Lina, langsam. Das ist unser neuer Schatzi. Und zwar ist das ein Zwergspitz. Der isst gerade. Ist total aufgeregt. Ne? So hübsch. Hallo, komm mal hier hin, Johnny. Hallo, ihr Lieben. Wie man sieht, ich sehe sehr kaputt aus. Das hat auch seine Gründe. Und zwar haben wir ein neues Baby, Familienmitglied. Das ist der Johnny. Johnny! Das ist ein Spitz. Und ja, 3 Monate alt. Warte, Lina. Wir gehen jetzt für ihn einkaufen. Er braucht noch eine Hundeleine. Weil der alte Besitzer meinte zu mir, er hat eine Leine, er hatte aber keine mehr da. Oh. Ja, deswegen müssen wir jetzt schnell zu fressen auf. Leckerli kaufen, Essen kaufen, alles Mögliche. Ja, naja. Lina und er verstehen sich super, super gut. Sie sind die ganze Zeit am Spielen. Ja. Das war auch sehr wichtig für uns. Sag mal, bis gleich. Bye. So, ihr Lieben, wir wollen jetzt einkaufen für den Kleinen hier. Der schläft gerade. Wir haben so ein Geschirr gekauft mit Leine, aber nicht diese ziehbare Leine, sondern die feste, damit er sich nicht wegzieht. Was haben wir noch gekauft? Ein Kissen und voll viel. Ne, Lino, ich? Wo ist Jimmy? Ist da noch irgendwas? Nein, Schatz. Frühstücke tust du gleich in deine Tasche, ja? Ist schon hier. So. Der ist so süß, Leute. Der hat total Angst, an der Leine zu laufen, ist auch total verständlich, weil die den bis jetzt immer ohne Leine laufen lassen haben. Aber das kann ich nicht riskieren. Nicht hier in Köln, wo überall Autos fahren. Nee. Ich finde sowieso sowas unverantwortlich, wenn man das in der Großstadt macht. Klar, wenn man auf der Wiese hinter dem Haus ist, dann ist es was anderes, aber sonst. Also wenn das in so einem geschlossenen Bereich ist. Auf jeden Fall holt Audel jetzt die Spendensachen für die Übergabe. Ich war gerade im Altenheim. Wir haben zwar jetzt noch nicht mal 10 Uhr, aber ich wollte die Sachen jetzt schon mal vorbeibringen. Weil Audel noch zum Friseur muss, dann hat er Fußball. Dann am Abend müssen wir den Kleinen hier waschen, weil der stinkt. Der stinkt wie die Sau. Also der stinkt wirklich. Man merkt einfach, dass die in der Wohnung sehr, sehr viele Zigaretten geraucht haben. Ja. Das macht sich bemerkbar an seinem Geruch. Und man sollte den eigentlich nicht waschen, aber Leute, wenn ihr den riechen könntet, ne? Ist echt nicht für ihn schön und
sowas. Hygiene ist das Wichtigste, vor allem auch bei einem Hund. Ja, wir haben jetzt total viel gekauft, zeige ich euch aber gleich. Und der Kleine heißt übrigens Johnny. Willst du die Kamera? Und den dann gleich jetzt was essen. Bitte schön. Sind Bonbon waschen wir? Ja, aber... Aber holt kurz die Sachen, ne? Nina, komm hier hin. Wir machen das anders. Wir werden ja sowieso nicht alle... Ich pack auch den Einkaufswagen noch, Nina. Der ist frei. Ja, dann würde ich das... Ich pack das mal in unseren Einkaufswagen. Alles gut, ja. Das ist einfach angehen. Komm, Johnny. Johnny. Nina, wohin gehst du? Ja. Wohin gehst du? Komm mal runter. Oh, ich würde hier mal rein. Oh, dann ist es buradayım, gel. Hadi gel, sana mamam vereceğiz. Gel oğlum. Hi, Marvin. So, die zwei freuen sich auch. Hier könnt ihr vielleicht schöne Bilder machen. Frau Walz und Frau Woljan. Moin, die Damen. Guck mal, die zwei und die Familie, die haben ganz viel gesammelt und haben noch was für euch. Guck mal, dann müssen Hallo. Wir das übergeben, wenn ihr Mann jetzt noch ein Bild machen will. Ich wünsche euch schöne Festtage, ja, schöne so. Weihnachten. Ja. Danke. Gleichfalls. Warte, zeig mal deine, genau. Fahr mal ein bisschen dazu und dann. Du kannst ja auch eine nehmen, genau. Hallo. Nicht erschrecken. Der das Weihnachtsfried sozusagen ist schon da. Es gibt auch keine Geschenke. Wir haben gesammelt für euch. Hallo. Und ein kleines Tütchen für euch mit Süßigkeiten. Danke. Voll dieses süße Zimmer. Guck mal, wie viele Kuscheltiere, Lina. Ja. Ja, ist gut. So, ihr Lieben, wir waren jetzt hier drin. Das ist das Oranienhof. So, das ist das Oranienhof und wir haben jetzt, wir durften in ein paar Zimmer rein und haben die Spenden übergeben. Oh, so. Ja, wir wollten aber jetzt nicht jeden stören. Da war einer, der hat geweint. Das war im ersten Zimmer. Aber ja, da muss man sich schnell erholen, damit man die anderen glücklich machen kann. Die haben sich sehr, sehr gefreut. Wirklich sehr. Aber wir wollten jetzt nicht so viel aufnehmen, weil... manche wollten das. Genau. Und ich denke aber, das reicht. Ihr habt das ja jetzt auch gesehen. Wir fahren jetzt nach Hause, aber dann zum Friseur, dann zum Fußball. Und ich denke mal, wir spazieren noch ein bisschen hier mit dem Kleinen und mit Lina. Du kannst ja dann zum Friseur fahren. Und du kannst sagen, danke nochmal. Genau, danke auf jeden Fall nochmal für alles. Und die haben sich wirklich sehr gefreut, was man mit YouTube und Instagram alles auf die Beine stellen kann. Ja. Und vielleicht machen wir nächstes Jahr wieder was. Mal schauen. Was willst du annehmen? Sie ist müde, Schatz. Ja. So, ihr Lieben, wir sind jetzt zu Hause. Ich zeige euch mal kurz, was wir alles gekauft haben. Wir haben jetzt nicht zu viel gekauft. Zu viel ist auch nicht gut. Spielzeuge haben wir gar keine gekauft. Die waren mir einfach zu teuer. Warum soll ich für zwei Bälle 6, 7 Euro zahlen? Dann kaufe ich die bei Kick. Da gibt es ja auch Hundespielzeuge. Jetzt zeige ich euch mal, was wir gekauft haben. Ja, Maus. Und zwar einmal von Multifit Mint Dental Care. Das ist extra für Juniorhunde. Dann ein Welpenshampoo von Trixie. Huch. Dann einmal von Select Gold für Minis ein Trockenfutter. Ja, der soll sehr, sehr gut sein, meinte er. Getreidefrei. Dann haben wir hier zweimal Leckerlis, einmal Huhn mit Fisch und einmal Huhn mit Reis.
Und dann haben wir hier Kauknochen. Auch da hat jetzt die Großen geholt. Einmal diese Kauknochen. Und wir haben so ein Kissen geholt für ihn. Futternapf und so habe ich nicht geholt. Ich habe da diesen Teller. Für Wasser und für Futter haben wir immer wieder welche da. Und hier drauf schläft er dann. Das hat ihm auch direkt da gefallen. Wir haben 3 Stück hingelegt und das ist total weich. Den kann ich auch in die Maschine schmeißen und sauber machen. Also waschen, ist total schön. Der kleine Herr liegt jetzt hier und knabbert an seinem Dentalstick. Ich will den jetzt auch nicht stören. Da ist er. Lina, Audio. So why you keep playing, boy? Walking around like you're some kind of star, yeah. You're talking sweet, pulling strings, but I know there's always something up your sleeve. So I won't listen to a word you speak anymore, oh no. 'Cause you only bring me you.